Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Was schickt sie mir da für Shellys? So, heute mal ein Beitrag aus unserer lustigen Reihe What Shells. Haha, also wir haben hier drei kaputte Shellys. Die zwei hier sind von Jan und der hier ist von Michael. Habe ich schon gesagt, dass die häsern, wie der Fachmann sagt? Whatsoever. Wir gucken einfach mal rein. Kann man es reparieren? Was ist hä? Einfach mal gucken. Gucken wir mal zur Fehlerbeschreibung. Was sagt denn Jan? Er sagt, macht unangenehme Geräusche, wer typisch ist, smart nicht mehr erreichbar. Okay, ich glaube, dann schließt man einfach mal an und schauen, was passiert, ob er unangenehme Geräusche macht. Jetzt muss ich zu meiner Schande gestehen, dass ich die UP-Varianten noch gar nicht verbaut habe selber. Muss ich jetzt noch betonen, dass alles, was wir jetzt hier tun, relativ lebensgefährlich sein könnte. Dass ihr euch mit elektrischem Strom tödlich, vielleicht sogar lebensgefährlich umbringen könnt und sowas nicht machen sollt. Also, ihr müsst das einfach den Profis überlassen. Wenn ihr keinen Profi findet, müsst ihr es halt mich machen lassen. Das fühlt sich sehr falsch an, was ich hier mache, aber für einen Versuchsaufbau ist das relativ wurscht. Und natürlich schaffen wir bloß mit dran drauf, wo alles andere wäre ja noch lebensgefährlicher. Okay, das hört sich komisch an. Stecker raus. So, mögen die Spüle beginnen. Was schätzt man, was es ist? Der Kondensator im Kondensatornetzteil oder ein anderer Kondensator? Ob ich recht habe oder nicht, das weiß ich jetzt noch nicht. So, ein bisschen aufpassen. Wie ich immer sage, da können noch Kondensatoren geladen sein. 400 Volt. Hui. Also, da ist nichts mehr drauf. Also machen wir einen ersten Versuch und schauen die beiden 230 Volt Elkos an. Ja, in der Schaltung messen ist ein bisschen kritisch, aber mal so als erster Versuch. Nein, wir haben keine Induktivität. 22 μ und da stimmt irgendwas überhaupt nicht. 4,7 μ, 400 Volt, verdächtig, weil auch zu hohe Induktivität, habe ich Induktivität gesagt, Kapazität könnte ein Problem sein. Die machen wir raus jetzt und messen die extra außerhalb der Schaltung. Funktioniert gar nicht. Minus oben, das ist immer gut zu wissen. So, hat doch beinahe nicht wehgetan. Ja, die Spitze passt nicht ganz dafür, aber gut. Also so wie ich das verstehe, sollten die parallel sein hier. Ja. Okay. 2%, 4 μ. Bisschen arg daneben. Die Werte sind ziemlich gleich, ne? 4 μ. Ah, der stimmt ja sogar. Also 4 μ. ESR 17 Ohm, das klingt mir ein bisschen zu viel. Klingt jetzt nicht auf den ersten Blick richtig schlecht. Wir hätten noch einen zweiten, ein 100 μ. Jetzt machen wir erst einmal die hier. Hoffentlich habe ich einen passenden da. Täte es zur Not zum Probieren auch ein 10 μ 400 Volt. Jetzt habe ich natürlich wieder keine gehabt, aber aus einem Konkurrenzprodukt habe ich gerade einen da, der jetzt größenmäßig nicht passt. Aber wir machen jetzt hier ein Proof of Concept. Weil dann bestelle ich einfach welche. Das sollte man tatsächlich im Repertoire haben. Bin gerade noch nicht überzeugt, dass es der ist. Für mich ist das Ergebnis nicht sauber genug im Unterschied. So, und den muss ich jetzt da irgendwie reinschweißen, weil er da gar nicht reinpasst. Also von den Daten wird der genau passen. Er ist auch richtig gepolt. Aber ich habe falsch eingelötet. Ach, ich Hirsel. Ich bin der Beste der Besten mit Auszeichnung. Da gehört er natürlich nicht rein. Ich weiß, ihr habt schon geschrien vor lauter Begeisterung. So, aber jetzt ist er richtig. Minus außen, plus innen. Was sollte jetzt da noch schief gehen können? Der Vorteil ist, wenn ich jetzt irgendeinen Fehler gemacht habe, dann pfifft er gleich in die andere Richtung davon. Ich vermute aber irgendwie, dass es der Elko ist. Naja, ob ich recht habe oder nicht, der kennt den Spruch inzwischen. Ich glaube, ich muss nicht die Lebensgefährlichkeit der Anordnung betonen.
Ja, ich glaube, ich hätte es doch betonen sollen. Was habe ich jetzt falsch gemacht, Ziffix? Habe ich es falsch abgeschlossen, hä? N? L? Jetzt bin ich gerade ein Breckerl überfragt, was ich da falsch gemacht habe. Keine Spannung, das ist gut. Also ich bin offen für Manöverkritik. Ja, hier ist der Anschluss hier ein bisschen lang, der da rauskommt, aber sonst habe ich hier nicht irgendwelche Kurzschlüsse gemacht. Und hier, da ist Minus, der nächste ist Plus und der ist wieder Plus. Und hier sehe ich jetzt auch keine Kurzschlüsse, die da nicht hingehören sollten. Also ich bin jetzt ein bisschen irritiert, warum der hier so hochgegangen ist. Und das, was hochgegangen ist, das sieht mir wie die Sicherung aus. Fusible Resistor, jetzt hätten wir den auch gleich getestet. Genau. Das ist der Zugang hier. Jetzt können wir hier gegenmessen, ob da irgendwo ein kurzer noch messbar ist. Nö. Es könnte natürlich der LKA noch im Eimer sein, aber das wäre jetzt der Knaller. Oh, ich müsste jetzt hier kompletten Durchgang. Moment. Hier, ne, der LKA hat keinen Durchgang, aber hier ist ein kurzer, der da nicht hingehört. So, jetzt habe ich einer die Antenne abgerissen, aber das ist das geringste Problem. Hier führt dieser Widerstand zu dieser Diode. Die Diode führt hier zu Plus. Okay, das passt. Also können wir da messen. Das wird zwar immer mysteriöser. Die Diode ist jetzt auch hier, oder was? Diodentest. Open. Gut. Also die Diode ist gut und ist auch verbunden mit dem Plus. Aber wir haben einen Kurzschluss und ich habe es vorher natürlich nicht nachgemessen. Die sind sehr, sehr kurz geschlossen. Jetzt könnte es natürlich sein, ist das der übliche Regler hier? Ja. Jetzt könnte es natürlich sein, dass der schon was abgekriegt hat. Also ich hatte das ja schon mal. Ich verstehe jetzt, dass der kaputt gehen würde, wenn die Kondensatoren nachlassen. Okay, aber ich verstehe jetzt noch nicht ganz, warum der auf kurzen gehen sollte, wenn die Kondensatoren wieder besser werden. Wobei es denkbar wäre. Das wird jetzt schon wieder so eine Forschungsaufgabe. Der eine Kontakt führt hier rüber. Ha! Mal gucken, ob wir dieses... Ach, das können wir eigentlich durchschneiden. Was soll denn der schmarren? Weil Häse eh. Und im besten Fall, wenn es nur der Regler ist, dann könnte man den ja theoretisch ersetzen. Also jetzt messe ich keinen Kurzschluss mehr. Na, oder? Also unterbrochen ist er. Kein kurzer mehr. Also, wir haben hier jetzt einen geschossenen Regler und jetzt behaupte ich wirklich, dass meine Theorie stimmt. Die Elkos oder der Elko wurde schlecht, wobei wir den weiß ist, dann geht der Regler hops und aus einem Grund, den ich nicht verstehe, hat er sich gerade noch am Rande des Nervenzusammenbruchs hier irgendwie zusammengefrickelt. Und in dem Moment, als ich einen gescheiten Elko eingebaut habe, ist er hops gegangen. Jetzt muss ich mal gucken, was dem nächsten fehlt. Jetzt möchte ich schon wissen, ob man jetzt immer ein paar Teile bestellt, die er wieder zum Laufen kriegt. Bei dem hier sprach er von einer geschmolzenen Hülle. Da würde ich jetzt mal sagen, kein Fehler gefunden, oder? Also auf der Seite, das könnte der Fusible Resistor sein. Das ist der N auf der Seite. Und der läuft genau hier durch den Widerstand. Das sieht aber auch witzig aus. Mal gucken, wie viel Ohm der hat. 9,4 Ohm. Faszinierend. Tja, da können wir nur eins machen. Da schauen wir mal, was passiert, wenn wir ihn anschließen. Und wieder die übliche Warnung. Und what could possibly go wrong? Das kann doch nicht wahr sein, oder? Leid. Was schickt sie mir da für Shellys?
Da ist genau derselbe Fusible Resistor jetzt hochgegangen hier. Leck mich doch am. Das klappt mir eh keiner. Also, Marie, es riecht da ein bisschen streng, gell? Licht Kaspar, Abschott Wärmebildkamera, hey. LMK304DN. Zufall oder nicht, das sagt euch gleich das Licht. Jedenfalls haben wir jetzt hier wieder ein Elko, der ein bisschen blöd verbaut ist. Aber den würde ich jetzt auf 10 μ schätzen. Naja, 8,2, okay. Erwähnte ich, dass der Fusible Resistor hochgegangen ist? Also das ist schon ein bisschen ein Ding. Also ich kenne jetzt bloß die Arbeitshypothese, weil das Ding jetzt schon wieder ein paar Wochen bei mir liegt, dass der Einschaltstrom den jetzt gekillt hat. Weil der Elko schon ein bisschen malat, nennt man das, glaube ich, im Fachjargon war. So, und der ist auch irgendwie, hey, wo ist denn da der Fusible Resistor? Mal schauen, was da jetzt hochgeht. Komm, jetzt eine Explosion haben wir noch. L und N, okay. Bevor nachher einer sagt, die war jetzt blöd zum Zusammenbauen, was ja durchaus möglich ist. Ah, ich glaube, da ist der Fusible Resistor. Na, ist ja wurscht. Nächste Explosion, nächstes Glück. Der ging ja gar nicht hoch, ist was kaputt. Ich glaube, der hat einfach so das Zeitliche gesegnet. Welchen Step-Down-Wandler hat denn der? Das ist ein anderes Design. So, ich habe mal Ersatzteile bestellt, aber ich habe ein bisschen recherchiert und es ist nicht so ungewöhnlich, dass sowas passiert. Vor allem mit diesen Reglern hier. Die werden wohl sehr oft auch im Bereich weiße Ware und so weiter verwendet. War mir nicht bewusst, ich hatte aber mal so einen ähnlichen Fall, deswegen habe ich das auch gleich so eingeordnet. Viele sagen, dass das Problem wäre, es könnte Spannungsspitzen im Netz gegeben haben, dass die Dinger sich dann gerne zerlegen. Ich würde es jetzt hier in meinem Fall etwas relativieren, weil hier habe ich jetzt keine, würde mir jetzt auffallen. Die Dinger wurden mir ja geliefert, weil sie defekt sind, schon so angefangen haben, defekt zu sein. Und sie sind mir hier auf dem Tisch explodiert. Deswegen bleibe ich erst einmal bei meiner Theorie, dass möglicherweise die Elkos einen Schuss haben. Aber was ich jetzt noch nicht bedacht habe, ich hätte ja eigentlich auch gleich die Lade-Elkos, also nein, nicht die Lade-Elkos, nennen wir es immer anders, also die ESR-Typen, die eben hinter dem Netzteil, also die Puffer-Elkos hinterm Netzteil, die hätte ich tauschen sollen, weil die müssen eigentlich ESR sein, also möglichst geringen Innenwiderstand haben und wenn sie das nicht haben oder schlecht werden, dann trocknen die auch gern aus. Deswegen, jetzt müssen die mal raus, alles muss raus. Ich denke inzwischen auch nicht mehr ernsthaft darüber nach, die Teile hier wieder zu beleben, weil das Problem ist, diese Fusible Resistors zu kriegen, also diese Sicherungswiderstände auf gut Deutsch-Englisch, kriegt man, ist aber schwer und wir sind dann an dem Punkt, wo es sich wahrscheinlich nicht mehr lohnt, weil der Chip hier kostet, na, ich kriege ihn so für 2 Euro pro Stück, dann noch ein Elko dazu und nochmal ein Elko, ja, aber dann haben wir das Ding restauriert, also sorry, leid. Ja, hier mein glorreich abgeschnittene Antennenleitung. So, da ist der erste und hier ist der zweite. Also von den Werten her, das sind irgendwelche, die keiner kennt. 100 μ, 16 Volt. 100 μ, 16 Volt. Habe ich nicht da, ich habe bloß die 35 Volt Variante da. Aber was soll's? Eine Diode. Oh, leid. 2. Der ist jetzt noch ganz okay. Und jetzt weiß ich leider nicht mehr, welchen ich wo ausgebaut habe. Wie blöd. 100 μ, der wäre in Ordnung. Mist. Jetzt müssen wir mal gucken. Also der war okay. Jetzt ist die Frage. Den einen habe ich relativ gerade rausknackelt. Der andere war weiter versetzt hier. Welcher war welcher? Das ist ja der, der mir nach dem Elko-Wechsel explodiert ist. Und das ist der, der sich auch anstellt wie eine Diode. Also, die hier gehören zusammen. Das passt jetzt für mich ins Bild. Apropos Bild. Also jetzt ist meine Arbeitshypothese. Hier waren schon eigentlich alles im Eimer. Also der Elko war auf jeden Fall schlecht. Und der auf der Unterseite, also der natürlich eigentlich die zwei, die auf der Oberseite waren, vielleicht angeknackst, vielleicht auch der Regler angeknackst. Als ich dann die Elkos hier, also die Lade-Elkos, die Primär-Elkos gewechselt habe, naja, da hat der Breckerli mehr Energie gehabt, nehmen wir es mal so. Und dann ist ihm erst aufgefallen, Mist, ich habe hier nichts auf meiner Ausgangsseite, was ich laden kann. Dann ist er hops gegangen. Wäre jetzt für mich ein valides Szenario. Hier habe ich den Primär-Elko noch nicht getestet. Könnte man eigentlich machen.
Da war aber der Puffer-Elko, der Schutzkleinspannungspuffer-Elko, der war eigentlich noch im Bereich. Moment, aber ich habe ja noch gute da, die guten. Das sollen gute sein. Keine Ahnung, schauen wir mal. Also zur Erinnerung, der hat 100 μ und 0,88 Ohm ESR. Der neue, ach, ich hasse es, wenn ich den schon aufgrund der Pinlänge nicht reinkriege. Ein neuer, der allerdings eine höhere Spannungsfestigkeit hat, den würden wir hier auch nicht so ohne weiteres reinkriegen, aber jetzt mal so als Referenz. Ah ja, okay, der hat also auf jeden Fall 0,11 Ohm. Das ist schon mal ein ganzes Heisel anders, weil das ist ja der Serien- und äquivalente Serienwiderstand. Und beim Laden und Entladen, der eben durch den Schaltregler hier passiert in den Kerlchen, da spielt dann der ESR eine Rolle, weil je höher der ESR, desto wärmer. Deswegen behaupte ich mal, dass der auch schon angezählt war. Ich will jetzt diesen Elko hier, diesen 400 Volt Elko noch sehen. Schauen wir uns mal den an. Was soll's? Also 7 μF und 3 Ohm. Das ist jetzt nicht weltbewegend gut. Ich würde ihn auch standardmäßig sowieso ersetzen, wenn schon. Aber, oh, das soll Low ESR sein. Dann ist das nicht umwerfend. Aber ich glaube nicht, dass es das war, was uns das Genick gebrochen hat. So, und bei dem dritten Delinquenten, der ist noch nicht angeschlossen. Da sieht man auf jeden Fall, wir haben wieder eine Kombination aus zwei Elkos. Hier ist der Kleinspannungs-Elko, 330 μ 25 Volt. Mal gucken, bis zu welcher Spannung der betrieben wird. Die haben hier auf jeden Fall mal einen größeren spendiert. Hier der Primärlade-Elko ist interessanterweise mit Low ESR beschriftet. 8 μ 400 Volt passt, also von der Beschriftung her. Hier haben wir den Fusible Resistor. Jetzt gucke ich erstmal, ob es den durchgebrezelt hat, weil das könnte natürlich sein, dass das Ding jetzt einfach nur so sang- und klanglos gestorben ist. Und jetzt, Moment, was ist denn das da? Oh, leid. Also ich habe nur die Elkos hochgebogen und der sieht auch nicht ganz gut aus. Moment, one moment, please. Ah, okay, also die Sicherung ist noch okay. Good news, everyone. Jetzt schauen wir, was hier mit dieser Spule da ist. Gehen wir mal auf Ohm. Das sieht nicht gut aus. Schauen wir es uns mal ein bisschen näher dran an. So, und da brauchen wir jetzt keine größere Ausbildung, um zu sehen, dass hier irgendwas schiefgelaufen ist. Und es ist nicht nur irgendwie eine mechanische, kurzfristige Beschädigung, dass vielleicht ein Bauteil eingebaut wurde, wo es nun mal die Oberfläche irgendwie zerkratzt ist, sondern wenn man hier den, das ist ein Störkondensator, oder? Ja, hier guckt, das sind auch ganz eindeutig Schmauchspuren. Also hier hat es gequalmt, einfach so. Hier ist der Sicherungswiderstand, ist auch mit RF bezeichnet, kein Thema. Wenn wir schon dabei sind, dann können wir hier auch so ein bisschen hin und her gucken. Jetzt sind wir schon im Makromodus. Mir fällt jetzt hier auf der Seite jetzt nichts Verdächtiges ein, auf, ganz normal. Interessant finde ich die Rückseite. Die Rückseite, die ist ein bisschen speziell. Wir werden natürlich jetzt nachher die Elkos noch nachmessen. Also wenn ich sowas sehe, dann muss ich sagen, Leute, ihr habt euren Lötprozess nicht ganz im Griff. Zumindest mal eure AOI, also die optische Kontrolle. Das ist elektrisch wahrscheinlich noch okay. Aber ihr seht, was mich hier stört. Hier, die sind, ja, das Hühnerfutter macht seinem Namen alle Ehre. Das ist kreuz und quer wie wilde Hühner. Hier beispielsweise. Also das ist halt auch wohl schlecht platziert. Also man hat den Gesamtprozess der Leiterplatte plus der Lötung nicht im Griff. Muss sicherheitstechnisch noch kein Problem sein. Das hier sieht aus, wie wenn hier schon eine leichte Bruchstelle wäre. Die Lötungen der Anschlüsse. Es ist immer so ein bisschen eine Geschichte, ob man die wirklich abschneiden soll. Da gehen jetzt die Meinungen auseinander, aber das machen fast alle so. Das hier ist der Spannungsregler. Da fällt mir jetzt hier so an der Oberfläche nichts auf. Ist, haben die den echt? Also eigentlich sollte ja das Gehäuse geschlossen sein, oder? Strange. Also da wir uns jetzt einig sind, dass auf jeden Fall hier wieder auf der Primärseite im Spannungswandler was schiefgegangen ist, schauen wir uns jetzt wieder mal die Elkos an. Erst einmal den Primärlade-Elko.
Also erst einmal der 25 Volt, der sollte eine relativ geringe ESR haben. 0,5 Ohm, 300 μ. Das sieht ganz gut aus. Wenn wir es vergleichen mit einem, ja, etwas größeren 400 μ 25 Volt, 0,05 Ohm. So, jetzt der 400 Volt Elko. Oh. So schlecht. Moment. Resistor. Eher nicht. Können wir gleich noch den anderen. Wenn ich jetzt schon das andere Messgerät, das gute, rausgenommen habe, können wir auch noch gleich den vorherigen nochmal anschauen. Kapazitor. Passt. Also, hier ist es dann eindeutig. Also der ist gestorben, weil der Primär-Lade-Elko schlecht war und eben dann die Netzspannung nicht mehr gepuffert hat. Dann hat der Regler aus irgendwelchen Gründen beschlossen, die Drossel durchzusemmeln. Das ist das Urteil der Beißzange. Bei den anderen ist es auch eine Kombination daraus. Also es sind meiner Meinung nach immer die Elkos, die jetzt hier bei diesen Geräten die Sache geschrottet haben. Ja, ich weiß, viele behaupten, es wären halt die Überspannungsspitzen, wie ich schon kurz angedeutet hatte. Ich habe übrigens euch vorhin Blödsinn erzählt. Die blauen Dinger sind Muffs. Hätte man hier auch sehen können. Also auch an der Stelle, das ist ein Muff. Ich komme gerade drauf wegen Überspannungsspitzen. Also das hat primär schon was mit der Filterung zu tun. So, und jetzt machen wir ein Experiment. Ich habe mir so einen Spannungsregler besorgt. Und jetzt gucken wir, ob wir den ganzen Spaß hier wieder zum Laufen kriegen. Das Ding hier hat hier einen Widerstand, der durchgebrannt ist. Okay, dann hier eine Drossel, hier eine Gleichrichtdiode und hier nochmal zwei Dioden. Die zwei Dioden hier, die sind für die Schaltung notwendig zum Pumpen von der Induktivität, sage ich jetzt einfach mal. Ich brauche keinen Timer zu fix. Jetzt hat 0,5. 0,5. Die zwei sind okay. Die Gleichrichterdiode, die brauchen wir auch. Die sollte auch nicht durchgegangen sein am besten. Short, das ist nicht richtig positiv. Short. Also die müssen wir noch nachschauen, ob die jetzt wirklich einen Short hat oder ob da was anderes hieß. Dann die Induktivität, also die für den Backregler, steht zumindest mal auf Short. Das Einfachste ist, jetzt erst einmal diesen Regler hier auszubauen, weil dann ergeben sich wahrscheinlich ein paar von den Shorts, dass sie eh keine sind. Und da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Und wie ihr mich alle kennt, bevorzuge ich natürlich die brutale Variante. Hatte ich eigentlich schon erwähnt, wenn ihr irgendetwas von dem Werkzeug, was ich hier verwende, soweit es noch verfügbar ist, braucht, nachschauen wollt, schaut einfach auf dem Link unten der Videobeschreibung. Da ist ein Link auf meinen Amazon-Shop und es wird dadurch für euch nicht teurer, aber ich kriege ein paar Prozent davon ab. Also der Spruch, das mache ich ja mit links, der passt jetzt hier irgendwie nur so halbert. Die Pins auf der Seite sind eh alle miteinander verbunden. So, jetzt habe ich Kasper allerdings vergessen, die Diode durchzumessen. Ich kann mir das jetzt nicht vorstellen, aber schauen wir mal, ob die besser geworden ist. Er zeigt mir jetzt immer noch Short an. So, wie es halt mal wieder kommt. Die wird mir natürlich jetzt wieder als gut angezeigt. Dankeschön. So, Elkos. Wo waren jetzt die wieder? Also, das ist der Kleinspannungs-Elko, 100 μ 35 Volt. Das ist eine Firma, die ich auch nicht kenne, ist aber neu und nicht mit Perwoll gewaschen. Und das ist ein Nichicon 400 Volt, 4,7 μ. Müsste also auf jeden Fall reichen. Der war auf jeden Fall hinter dieser Ladediode, Gleichrichterdiode. Der könnte hier gewesen sein, weil hier ist die Entstördrossel. Das müssen wir erst einmal die Lötstellen hier sauber machen.
Also ganz erfolgreich ist es nicht. Also doch wieder zur normalen Entlötsaugpumpe. So, hier ist der 400 Volt Elko drin und hier ist der Kleinspannungs Elko drin. Wie würde es mit G ist nett, aber selten. Und jetzt haben wir noch das Problem von dem Fusible Resistor hier. Der muss erstmal raus. Den könnten wir jetzt einfach fantasielos brücken. Aber ich habe einen Hochlastwiderstand, einen Drahtwiderstand mit 10 Ohm besorgt. Das ist nicht das gleiche, aber der hat den Vorteil, dass er auch so ein bisschen als Anlaufwiderstand fungiert. So wie der Widerstand, der da vorher drin war. Also, dass die Elkos eben nicht zu schnell aufgeladen werden. What could possibly go wrong? Also ich glaube, heute muss ich nicht extra betonen, dass das nicht was ist, was ihr nachmachen solltet, weil man sich da, ihr kommt darauf, lebensgefährlich umbringen kann. Und natürlich betreiben wir das maximal am Trendraffo, wenn überhaupt. Es ist natürlich wieder keine LED dabei. Ich kann so nicht arbeiten. Naja, whatsoever. Da ich neugierig bin, will ich möglichst schnell wissen, ob wir die Kleinspannung erzeugen. Ich sage nicht Schutzkleinspannung. Das heißt, ich will die Spannung hier an diesem Kondensator wissen. Und ja, ich habe gerade gemerkt, ich habe die rote Klemme ins schwarze Kabel. Da werde ich wohl in der Hölle dafür landen. Kann ja eigentlich jetzt wirklich nichts mehr schief gehen, oder? So, der Trenntrafo ist geladen und gesichert. Ui! Also ich bin da nicht so sicher, was ich jetzt von der ganzen Geschichte halten soll. Also eigentlich bin ich schon sicher. Ich habe den Regler gewechselt, ich habe die zwei Elkos gewechselt. Ich habe diesen Fusible Resistor gewechselt und der ging hoch. Zumindest mal scheinen diese Drahthochlastwiderstände nicht in Flammen aufzugehen. Das ist schon mal schön. Ich finde es jetzt ein bisschen beunruhigend, dass der eine Shelly, den wir vorher hatten, dass der so schmelzartige Avancen hatte. Das ist ein bisschen schwierig. Die anderen, die einfach bloß Pfiff gemacht haben, schnell und weg waren, okay. Aue, wem von euch ist es aufgefallen? Ich lasse es wie immer bei solchen Geschichten, ich lasse es mal drin, weil ich habe fundamentalen Murks gebaut. Die Kurzfassung ist, ich habe die Elkos vertauscht. Jetzt kann man sagen, mein Gott, was kannst du eigentlich? Wie ist der Fehler entstanden? Ganz einfach. Ich habe hier geguckt, hier ist der Eingang, habe ich auch gemessen. Hier ist die Eingangsdrossel, wie auch im Schaltplan beschrieben. Und dann habe ich einen Sprung gemacht. Ah, Drossel, da ist die Eingangsdiode. Und wenn ich diese Diode messe, dann zeigt diese Diode natürlich mit ihrem Plus zu dem Elko, der hier die Netzspannung hält. Und das ist natürlich an dieser Stelle, also habe ich hier den Netzspannungs-Elko reingemacht. Jetzt habe ich gerade nochmal genauer geguckt. Wenn man hätte hier schlau sein können, hier die Diode, die Fasern kriege ich nicht mehr weg, geht hier zu diesen vier gebrückten Ausgängen von dem Chip. Die Ausgänge sind aber, ja, das sind die Switcher-Ausgänge. Also das ist der zu pumpende Elko. Was ich übersehen habe, ich Kasper, hier ist der Ausgang der Drossel und wenn ich dann hier, also hier natürlich, und hier ist eine Diode, also ist hier der Netzspannungs-Elko. Und ich habe natürlich da glorreich den 16-Volt-Elko reingemacht. Oder 35 Volt. Ja, das hast du fein gemacht. Jetzt vermute ich mal, dass es den durchgebrezelt hat. Den 400-Volt-Elko hat es nicht beeindruckt. Den können wir drin lassen, also den können wir umlöten. Und es ist mir ehrlich gesagt erst aufgefallen, als ich nochmal im Zerlegevideo geguckt habe, wo die Elkos saßen. Deswegen, egal wie sicher ihr euch seid, schaut es nochmal nach. Bin nicht sicher, ob es jetzt den Chip gebratzelt hat. Dem Chip dürfte es aber eigentlich egal sein. Da hat es halt einfach, da ist halt der Elko durchgeschlagen. Plausibilitätskontrolle zur Polung. Die beiden Elkos sind nachher laut Schaltplan mit Minus verbunden. So. Also, was kann da jetzt noch schief gehen? Neuer Widerstand natürlich. So, aber jetzt kann eigentlich faktisch überhaupt gar nichts mehr schief gehen. Aber jetzt Perfektion. Ihr werdet Perfektion erleben. Muss ich selber lachen. So, 3, 2, 1. C, fix, ich hab's so satt. Naja, wie auch immer.
Falls euch sowas interessiert, habe ich euch hier noch ein weiteres Zerlege-Video angehängt. Bis zum nächsten Video. Servus.